Also herzlichen Glückwunsch zum Turniersieg. Dankeschön. Du hast ja vor dem Halbfinale angekündigt, dass ihr ins Finale kommt. Jetzt hast du den entscheidenden Treffer auch noch gemacht. Wie fällt dein Fazit aus zu dem Turnier? Ja, insgesamt hat Spaß gemacht heute. Wir sind gut gestartet, haben dann aber leider das zweite Spiel total versaut, waren zu offen, haben danach aber ein bisschen mehr in der Defensive gearbeitet und ich glaube nachher auch nicht ganz unverdient gewonnen, haben hinten schön gearbeitet und schön rausgekontert. Ich bin voll zufrieden, keiner hätte mit uns heute gerechnet und ja, zweite Mal dann das Turnier gewonnen, nächstes Jahr behalten wir den Pokal dann, ne? Herzlichen Glückwunsch zum Turniersieg. Dankeschön. Wie fällt dein Fazit zum Finale aus, zum Turnier an sich? Ja, also ich denke mal schon, dass wir halt eine Mannschaft waren, die mit vielen anderen auf Augenhöhe war. Das Glück natürlich dann am Ende auf unserer Seite gewesen. Nicht unverdient auf jeden Fall, Glück muss sich erarbeiten. Hat natürlich ein paar Startprobleme am Anfang. Ich meine gut, das Spiel gegen Loi. Da haben wir natürlich taktisch ein bisschen undiszipliniert gespielt. Am Ende dann aber ist so ein Schub durch die Mannschaft gegangen und das Spiel gegen Ofener Diek hat uns so ein bisschen, sag ich mal, nochmal so ein bisschen richtigen Schub gegeben und dass wir das Turnier dann, sag ich mal, zu unseren Gunsten gestalten konnten. Ja, Tim, bis ins Finale hat es geklappt. Dann war Schluss für euch. Wie fällt dein Fazit aus zum Endspiel? Ja, ich sag mal, wir waren im Finale deutlich überlegen, haben halt nur nachher die Kraft gefehlt. Wir hatten noch drei Auswechselspieler und dann irgendwann ist die Kraft einfach weg. Die Konzentration fehlte, am Ende das Tor zu machen. Überlegen waren wir, aber verdienter Sieger ist trotzdem Lohrfelde. Tim, das war der 10. BCO Cup, der Sieger ist das Lohrfelde. Das war ein starkes Teilnehmerfeld. Wie fällt dein Fazit zum Turnier aus? Also ich muss sagen, mir macht es immer wieder Spaß, dieses Turnier zu organisieren. Ich denke, wir hatten wieder eine wahnsinnige Unterstützung von allen Seiten. Wenn ich mir die Sponsoren angucke, wir hatten 50 Sponsoren für ein Turnier, was eine dritte Kreisklasse-Mannschaft organisiert, das ist sensationell. Ich denke, dass dieses Turnier auch vom Teilnehmerfeld sehr stark besetzt war.
Für uns als Gastgeber war es natürlich so, wir wollten natürlich möglichst weit kommen, haben alle unseren Spaß gehabt. TuS Blauenfelde hat verdient das Turnier gewonnen. Ja, ich bin im Moment noch so, dass ich sage, wir wollen da gleich noch ein bisschen feiern. Das wollen wir vielleicht gar nicht hier so aufnehmen, aber ich muss sagen, in allen Belangen ein super Turnier, von allen Seiten alle mitgezogen. Und man sieht auch im Hintergrund, die Mannschaft ist schon am Abrüsten. Also wir freuen uns auf eine super dritte Halbzeit und wünschen allen noch viel Spaß.